Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins, wo wir auf der Pyramide gerade rumhängen und diese wundervolle Aussicht genießen. Wäre jetzt super, wenn jetzt genau die Sonne aufgehen würde, tut sie aber leider nicht, deswegen zuppeln wir einfach mal hier runter. Ich weiß zwar nicht, also... Das ist dann quasi der Todesrutsch jetzt und nicht der Todessprung. Und er hat schon gesagt, welcher Idiot hier sein Lager aufschlägt. Da sollten wir mal hingucken. Anscheinend mischt der Herr sich gerne in Angelegenheiten ein, die ihn nicht angehen. Aber ist ja gar kein Problem. Hört Muck wie schon. Mich juckt es ja in den Fingern, hier einmal rumzulaufen und einen Eingang zu suchen. Aber ich befürchte, da die Pyramiden hier so groß sind, wenn wir sicherlich noch eine Quest bekommen oder ähnliches. Aber jetzt können wir uns fürs Erste erstmal hier umsehen. Ob da hier taucht nicht vielleicht irgendein brennender Busch auf oder so. Scheiße, der hechelt nämlich schon wieder so, der Junge. Oh, der sieht ein bisschen hin aus. Kollege, geht's dir gut? Griechisch. Wach auf. Wach auf. Oh, welch Glück. Dir geht's gut. Hier, steh auf. Verdammt, ich dachte, du liegst darauf. Liegen? Worauf? Was ist passiert? Meine Notizen. Ich bin Geograf. Cortesius, habe die Ehre. Ich glaube, wir wurden beraubt. Meine Taschen sind leer. Meine Notizen weg. Sieh mal nach deinem Geldbeutel. Du auch. Ich hätte es besser wissen müssen, als allein in die Wüste zu reisen. Aber ich finde diese Diebe. Und sie sollten zu den Göttern beten, dass meine Notizen unbeschädigt sind. Wir haben Glück, dass wir noch leben. An was erinnerst du dich? Erinnern? Mir wurde auf den Kopf geschlagen. Ich habe nur ein Pferd gehört, das weggaloppiert ist. Dann gibt es eine Fährte. Bleib hier. Toll. Pferden? Das kann nicht dein Ernst sein! Wie böse ist denn die Quest? Ich frag nur mal. Ach, Stufe 19, ja, easy going. Wenn du den Pferdespuren folgst, solltest du die Banditen finden. Schlagen Banditen Leute einfach mit dem Knüppel auf den Kopf? Die Spuren sind frisch und führen nach Süden. Wenn ich Glück habe, dann sind sie noch nicht vom Wind verweht. Wo, was? Die Spuren hier? Das ist eine Spur, Alter? Ich meine, wir haben da einen dicken Questmarker, also wir müssen der Spur jetzt nicht wirklich folgen, ne? Ich sag's nur mal. Da hinten zuppelt ein Vieh rum. Da reitet einer. Und ich halte noch ein bisschen die Augen auf. Nach einem zufälligen Eingang in die Pyramide. Anscheinend brennen hier ziemlich viele Fragezeichen. Also eventuell gibt es hier viele Sternbilder. Bin ich ja mal gespannt. Ich mag das hier. Endlich mal ein bisschen was Neues zu sehen. Ein bisschen mehr Wüste und sowas. Und nicht immer so viel Grünzeug. Alter, wie weit ist denn der weg? Bewegt der sich nie? Die Diebe flohen zu diesen Ruinen. Ja, ich weiß nicht. Also das mit dem Knüppel auf dem Kopf kommt mir schon ein bisschen sparsam vor. Und wie wir einfach wieder zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Weißt du, sie sehen dann bewusstlosen Typen liegen und kriegen direkt auch eins übergebrezelt. So, jetzt sollte ich mal langsam Lage peilen, ne? Bevor ich hier irgendwas... Ja, genau. Da ist nämlich das Pferd. Da stand gerade spielt. Mhm, da ist ein Eingang. Zwei Leute. Ja gut, mit zwei können wir sie aufnehmen. Aber ich. Das muss das Pferd sein, mit dem die Diebe entkamen. Hier rein. Hab da so eine Ahnung.
Untersuchungsgebiet. Lass dich, wenn es geht, nicht wieder überrumpeln. Ach, warte. Was ist er denn? Was macht denn bitte ein Kind hier? Das ist gefährlich. Ich suche Sachen für Anta. Und wieso bist du hier? Ich bin ein Magi und suche nach Dieben, die hier lang kamen. Hast du sie gesehen? Oh, nein. Niemanden. Bist du alleine hier? Nein, ich meine doch. Allein. Der Bursche verschweigt doch was. Mhm. Das hast du gut erkannt, mein kleiner fetter Freund. Kannst mal die Fackel ausmachen. So, der sucht Dinge also, ja? Hier geht schon mal nicht weiter, da hinten ist auf jeden Fall mein Eingang. Der Kleine hängt... Ja, ja, waren mal nicht deine Freunde, ich habe nämlich schon eine Ahnung. Verlassen? Ja. Hier hat sich jemand durchgegraben. Zu schmal für mich. Hm. Es führt sicher einen Weg herum. Hm, da hinten. Einmal aus rum. Und dann hinein. Hätte ich auch gleich reingehen können, ne? Aber gut, dann hätten wir das hier außen nicht gefunden. Nee. Wo, hä? Wo ist der Eingang denn? Ist ja oben oder was? Hier soll er sein. Hier komme ich gar nicht rein. Ach so, ich muss die wegtragen. Dann seid ihr doch gleich. Boah, Steine schleppen hier, Alter. Aber sonst keine Hobbys, ne? Kann ich eigentlich werfen? Das fehlt mir so ein bisschen. Leichen werfen und so. Früher konnte man die in Heuhaufen reinwerfen. Oder halt ablegen. Mittlerweile kann man nur noch ablegen. Ist das jetzt so wegen politischer Korrektheit oder... Hatten die keinen Bock, eine Animation dafür zu programmieren? Komme ich auch noch nicht durch. Warum nicht? Soll ich jetzt nicht jeden einzelnen Stein hier wegschleppen, oder? Hier, weg. Weg. Warum bist du denn jetzt so aggressiv, Alter? Mach dich mal locker. Stimmt dir nicht? Alter, voll der Aggro-Klaus hier. Wollt nur einen Stein weglegen? Ach, schläg gerade mit dem Schwert los. Bist du für ein Fool, Hammer? So, jetzt aber. Jetzt kommen wir aber durch. Ein Kind. Und ein zweites. Schnauze. Ist es nicht komisch, dass ein Kind hier spielt? Was meinst du denn? Ich bin auf der Suche nach Diebesgut. Du kannst mir sicher helfen. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Mein Kind, du hast nichts falsch gemacht. Ich bin hier, um zu helfen. Es ist alles in Menkaures Pyramide. Tut mir leid, wir tun das doch nur für Anta. Ich bin mir sicher, dass Anta eine gute Freundin ist. Aber in Gizeh sollte man schon besser aufpassen. Erkunde Menkaures Pyramide und hole das Diebesgut zurück. Jo, gerne. Wo muss ich hin? Es ist alles in der Pyramide. Na, wenn die mich mal jetzt nicht verarscht haben. Und mich da gleich einverschließen. Und mich da gleich rein verschließen. Aber hey. Und guck mal da hinten. Ein Kamel. Ein Kamel. Cool. Kommen wir ja doch in eine Pyramide rein. Yay. Wahrscheinlich auch noch ein anderer, weil hier das Geheimnis der Pyramiden ist nämlich so ein kleiner, aber feiner Zusatzinhalt. Und da geht es um Gräber erkunden.
Fragezeichen. Drei Schätze. Aber das war's noch nicht. Vier Schätze. Krass. Vier Schätze und ein Fragezeichen. Da oben ist Gezuppel. Hier war auch noch gerade irgendwas. Hä? Was hat er gerade markiert? Okay. Ist das richtig? Ach nee, ach, das Gezubbel ist da hinten. Der da wäre hier. Aber sonst ist hier nichts weiter, ne? Vier Schätze und ein Fragezeichen. Alles klar, dann gehen wir mal rein. Scheint aber niemand drinnen zu sein. Sieht sehr einladend aus. Grabmal von Menkaure. Erkundungsgebiet. Okay. Geil. Scheiß. So, holen wir die Fackel raus. Was haben wir denn hier? Finde die antike Tafel. Okay. Interessant. So, jetzt müssen wir regelmäßig die Gegend hier abscannen. Es ist sackdunkel hier. Ich glaube, das war ein Spinnennetz. Bin ich gerade ein bisschen erschrocken. Wo war ich stehen geblieben? Ja, es ist sackdunkel hier. Also dunkel wie in einem Sack. Kann ich hier nicht Feuer anmachen? War das nicht so? Ja, meine ich doch. Warte mal, dann gehen wir ganz schnell zurück. War hier nicht auch noch irgendwo? Anscheinend nicht. Habe ich mir offensichtlich nur eingebildet. Da geht's runter, da geht's durch. Mhm. Da will ich jetzt noch nicht runter, dann will ich erstmal hier durch. Bisschen creepy, Alter. Ich habe Angst, dass mir gleich irgendwo eine Mumie anspringt. Alter Vater. Pyramide, Pyramide. Oh Gott, ich hasse solche Eingänge. Irgendwer hat hier Licht angemacht. Geh jetzt mal hier rein. Oh, oh, ich muss niesen. Moment. Boah. Scheiße, wie war dann? Boah, wer dreimal nicht ist doof, ne? Ich bin jetzt offiziell. Du? Das ist unsere Pyramide! Hey, pass bloß auf mit dem Ding! Wie viele von euch gibt's noch hier? Nur mein Bruder, meine Schwester und ich. Tu ihnen nichts. Ich bin für alles verantwortlich. Ich will die Notizen des Geographen, den ihr niedergeschlagen habt. Und ich will mein Geld zurück. Wir haben alles den Banditen in den Hügeln westlich vom Grab des Hämon gegeben. Die haben auch Anta gefangen und geben sie nicht zurück, außer wir stehlen für sie. Wer ist Anta? Unsere Beschützerin. Wir wollten zurück nach Memphis, als sie kam. Wenn wir nicht tun, was sie sagen, töten sie sie! Banditen beuten Kinder aus. Dreckskerle. Hol deine Geschwister und lasst euch nicht sehen. Ihr habt mein Wort. Ich bringe euch Anta zurück. Okay. Aber wir sind hier noch nicht fertig, nicht? Ich war gerade dabei, ich wollte Dinge weglooten. Erstmal das hier lesen. Für den göttlichen König Menkaure, er mit den goldenen Augen von seinem Volk geliebt, Herold der safranfarbenen Sonne. Nimm diese Geschenke an, auf dass sie deinen Geist beruhigen. Mögest du jenen, die sie dir darbringen, vergeben, dass sie zu
zuließen, dass deine Ruhe gestört wurde. Du hast unserem Volk Reichtum und unserem Land Frieden gebracht. Kleopatra, Königin von Ägypten, Mutter des Nils, erweist dir ihre Ehrerbietung. Gewähre uns deinen Segen. Oh, Menkaure, König Menkaure. Also das hier ist dann das Grabmal. Schreibt man Grabmal mit... Nee, ohne H, ne? Grabmal des Menkaure. Ich schreibe mir das mal auf. Grabmal von König. Weiß ich nicht. Was ist denn das hier jetzt? Ja, ich brauche einen Folgentitel. Tut mich sorry. Wie nennt sich das denn? Grabmal von Menkaure. Okay, dann ohne König. Grabmal von Menkaure. So, hätte ich mir auch später aufschreiben können, aber ich wusste nicht, ob ich das wiederfinde. So, und jetzt, müssen wir erstmal Dinge weglooten. Die haben ja ganz schön viel Stuff, die Leute, ne? Toll, ein Geld. Jetzt beklaue ich die Kinder auch noch um ein Geld. Halt dein Maul, Junge. Du kriegst gleich eine Zuhälterschelle. Wieso wohnen die denn in Pyramiden, Alter? Ich meine, gut, besser als draußen, aber... Ist das erlaubt? Ich glaube ja eher nicht so, ne? Ein Schild. Das ist ja schön. Interagieren. Re, Schöpfer. Er der... Entschuldigung. Frosch im Hals. Re, Schöpfer. Er der Lenker von Manjet. Bezwinger der Schlange Apophis. Träger von Schnurrhahn. Schützer des heiligen Baums Ishet. Der hart gekämpft hat in Iunu in der Nacht, in der die Feinde des Nibertia vernichtet wurden. Wir bieten dir deinen Sohn Menkaure, auf dass er an deiner Seite wandeln möge. Achso, hier haben sie den Sohn beim Vater eingegraben. Beziehungsweise eingemauert haben sie die hier. Ein Kristall. Ging es hier nicht noch weiter rund? Hier ist sonst nichts mehr. Da wäre noch was. Das wäre aber der kleine Boy. Nee, nach oben ging's, ne? Aber wie muss ich, glaube ich, den nächsten Eingang nehmen, ne? Oder ging's hier? Nee, da war's nicht. Dann nochmal nach oben. Mal einfach die Fackel aus. Alter, es ist hier. Zappenduster. Es ging noch weiter nach oben. Aber hier war ja noch mehr. Genau, da oben nämlich. Nein! Spring. Oh, was springst du denn runter, Junge? Was ist denn? Was stimmt mit dir nicht? So, jetzt müssen wir wieder hochkommen. Nein, 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 nein! Gnarf! Geh da rüber. Manu. Ich will da hoch. Irgendwie wollte ich aber gerade nicht rüberlaufen. Vielleicht müssen wir erst da oben lang. Und so. Dann da rüber. Und dann da runter. Ich glaube, das sollte klappen. Hopp. Na, na, war schon richtig. Manche Bereiche verfügen über verborgene Eingänge. Ja, so wie das da, ne? Und was bringt es mir, wenn ich jetzt hier eine Fackel rausholen? Effektiv gar nichts. Manche Bereiche verfügen über verborgene Eingänge. Ja, bringt mir hier auch nicht viel. Außer, dass das hier ein bisschen brüchig aussieht. Aber wo soll ich denn hier reinkommen? Ich meine, hier geht's hoch. Ich kann ja mal kurz hier hochfliegen, aber... Das sieht eher mau aus. Und ansonsten ist hier kein Eingang.
Oder muss ich da irgendwie von unten rein? Also da, wo ich gerade schon, also da, wo wir gerade schon waren. Da ist auch kein Eingang. Sieht ja schwer danach aus, ne? Können wir gerne mal versuchen. Nochmal. Ach, hier war noch Feuer. An den schon den Zunder da. Das heißt aber, es muss hier irgendwo noch nach oben gehen oder so. Verborgene Eingänge. Wie erkenne ich die denn? Und wie öffne ich die vor allem? Ja. Weiß. Naja, genau. Genau so. Weißt du, einfach mal nach oben gucken. Einfach mal nicht dumm sein. Okay, hier war aber schon länger keiner mehr, wie mir scheint. Zack. Oh, hier. Ist hier ein Licht. Kann ich die Fackel wieder haben? Danke. So. Ein Pfeil. Brennt der? Achso, ja. So geht's auch. Alles klar. Und hoch. Okay. Das ist cool. Glaub. Weiß ich noch nicht genau. Mhm. Dies ist die in Safran getauchte Kammer des Menkaure, damit er, wenn sein Ka zurückkehrt, um zu der sterblichen Welt zu sprechen, sieht, wie sehr wir ihn geliebt haben. Okay. Die Musik ist auch geil. Ich will erstmal schön fett Grab plündern hier, Alter. Volle Kanne. Da haben wir auch noch was. Eine schwere Keule. Die gleichmütigste himmlische Göttin kam. Was? Kam Merenebit die Zweite, Mutter des Königs von Ober- und Unterägypten. Sie, die den Horus und seht, schaut, Große des Hetes Zepters, die groß an Gunst ist, Priesterin des Jehuti, Priesterin des Hathor, geliebte königliche Gemahlin, leibliche Tochter des Königs, Fürstin und Große im Palast, geehrt durch den großen Gott. Jetzt zieht's. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Mhm. Was bringt es? Außer einen Fähigkeitenpunkt. Haben wir jetzt alles gemacht und mitgenommen? Bäh. Man, hier waren ja 4 Schätze. Ich weiß jetzt nicht. Habe ich alle 4 mitgenommen? Da ist der Eingang, ja. Anscheinend habe ich alle 4 mitgenommen. Geil. Cool. Unsere erste Pyramide. Da baue ich mir gleich eine Schmiede. Wo müssen wir jetzt hin? Nach da. 805 Meter. Dann rufe ich mal kurz Camel Toe, mein kleiner fetter Freund. Und dann auf darüber. Und würde ich sagen, dann nehmen wir Banditenlager da in der nächsten Folge auseinander.
Bis dann sage ich dann mal vielen Dank fürs Zuschauen und fürs dabei sein bei Assassin's Creed Origins. Und bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker in der Wüste von Gizeh und ich bin raus. Tschüss.